Das offizielle FIFA-WM-Fanfest in Hamburg. Was aus den Kehlen herauskommt, bestimmen die Fans. Super Deutschland, ole! Super Deutschland, ole! Ole, ole! Was hineingeht, diktiert Coca-Cola. Bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft. Und das seit mehr als 30 Jahren. Sportlichkeit und Fairness. Hauptsponsor Coca-Cola profitiert von diesem Image. Das erste Tor für Deutschland. Auch Reinhard Leitow und Heiko Müller jubeln mit. Doch für die beiden Stralsunder wirkt die Botschaft von Sportlichkeit und Fairness des Getränkegiganten aus Atlanta wie Hohn und Spott. Reinhard Leitow war jahrelang bei Coca-Cola beschäftigt und ist entlassen worden, wie viele seiner Kollegen. Coca-Cola, bei dem arbeitslosen Stralsunder, hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Aber es gibt hier keine anderen Softdrinks. Sportlichkeit, ja, hin oder her, das hat auch einen gewissen sozialen Anstrich. Und den kann ich jetzt zurzeit innerhalb des Konzerns überhaupt nicht mehr erkennen. Sozial und sportlich oder Fairness heißt für mich auch, für die Leute dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass die Menschen Sicherheit haben, sozial abgesichert sind. Vor 5 Jahren hat der leidenschaftliche Hobbyfilmer Reinhard Leitow dokumentiert, wie seine Coca-Cola-Kollegen ihre Arbeitsplätze zu Grabe trugen. Sieben Betriebe in Ostdeutschland wurden geschlossen. Rund 2000 Arbeitsplätze gingen verloren. Nach Betrifft-Recherchen kassierte Coca-Cola mindestens 20 Millionen Mark Fördergelder für die Betriebe im Osten. Politisch korrekt ist es wohl nicht. Und auch gegenüber den Menschen natürlich ein bisschen, ist nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung. Immer nur mitnehmen zu wollen und das meiste rauszuholen und danach wieder gerade die Menschen wieder praktisch in die soziale Unsicherheit zu entlassen, denn auch, ne? Enttäuscht, wütend dann schon teilweise, ja. Zumal man auch weiß, dass von der Stadt aus Coca-Cola angeboten wurde, Grundstück zuzukaufen zu sehr guten Preisen. Angebote haben stattgefunden mit Wasser, Abwasser, Gaspreise zu senken, alles nur für Coca-Cola. Aber es war von Coca-Cola her keinerlei Einsicht, auch sich nur ein bisschen zu nähern oder sich damit zu beschäftigen. Es ging regellos nur, den Standort zu schließen, mit allen Mitteln. Tja. Welche Strategie Coca-Cola im Osten tatsächlich hatte, wissen wir nicht. Fest steht, die Entlassenen fühlen sich betrogen. Von solchen Verlierern soll beim Ticketkick in Berlin nicht die Rede sein. Aus allen Teilen der Republik spielen 140 Mannschaften 7 Tage um Vorrundentickets für die WM. Coca-Cola, the real thing, soll in aller Munde sein. Wir wollen das Ticket! Auch Promis kicken im Coca-Cola-Outfit. Schauspieler Jan-Josef Liefers bei Aufwärmübungen für die Werbeveranstaltung des amerikanischen Getränkegiganten. Filmstar Peter Lohmeier, bekannt aus dem Fußballkultfilm Das Wunder von Bern, zeigt vollen Einsatz. Die Stars sind fit. So fit, wie man sein kann, wenn man nicht mehr der Jüngste ist und schon eine Weile nicht mehr gespielt hat. Aber wir sind heiß, so ist es schon. Lust zu gewinnen haben wir auf jeden Fall. Und müssen wir mal sehen. Wir sind nicht so eingespielt aufeinander, aber wir haben Eier. Das ist die Hauptsache. Die Schauspieler verlieren gegen die Mannschaft des Bundeskanzleramts. Den Coca-Cola-Dress dürfen sie trotzdem behalten. Und für jedes Tor, das geschossen wurde, spendet Coca-Cola an die SOS Kinderdörfer. Topmodel Eva Pattberg nimmt den Scheck entgegen. Sportlich und fair. Für Coca-Cola ist alles gut, was dem Image dient. Sollte sich
ja nicht mal einfach mit einem Pickel und vielleicht mit einer Cola in der Hand. Nichts eignet sich für diese Kampagne besser als die Werbeflächen der WM-Stadien. Hier das Stadion München, normalerweise Allianz Arena genannt. Doch die Allianz, seit Jahrzehnten Partner des FC Bayern München, muss aus den Stadien weichen. Sogar die riesige Leuchtschrift draußen muss weg. Jedes WM-Gastgeberland muss Coca-Cola als alleinigen Ausschenker von Softdrinks zulassen. Das Diktat des Sponsors gilt auch rund um die Stadien. 40 Millionen hat Coca-Cola und jeder andere Hauptsponsor laut Pressemeldungen für die Exklusivität bezahlt. Nicht einmal Paulaner-Bier darf hier während der Fußball-Weltmeisterschaft getrunken werden. Deutschland ist ein FIFA-Land. Der FC Bayern hat jetzt nichts mehr zu melden. Ganz besonders hart ist es bei den Vereinen, deren Sponsoren zur Coca-Cola-Konkurrenz gehören. Beispiel das WM-Stadion von Schalke 04 in Gelsenkirchen. Bisher schenkte Schalkes Caterer nur Softdrinks von Sinalco aus. Der Erfrischungsgetränkehersteller aus Duisburg hat den Fußball als wichtigsten Werbeträger entdeckt und finanziert Nachwuchsförderung und Kinderfußballturniere. Für die FIFA-WM musste jetzt die gesamte Werbung von der Bildfläche verschwinden. Kein Heimspiel für den Sponsor aus Duisburg. Die FIFA hat einen strengen Regelkatalog aufgestellt. Sie kontrolliert pingelig, ob auch jeder Kühlschrank und jede Zapfsäule werbefrei übergeben werden. Sinalco muss während der Fußball-Weltmeisterschaft draußen bleiben. Das empört die Fans. Wie finden Sie das? Nicht in Ordnung, weil das eigentlich unser Heimstadion ist. Da muss auch Sinalco ausgeschenkt werden. Weil wir das gewohnt sind als Schalke-Fans. Die WM ist ja in Deutschland und nicht im Ausland. Deswegen müssen auch deutsche Produkte angeboten werden. Ist nicht in Ordnung, was da abläuft. Signal für frische Laune, Sinalco Cola. Sinalco. Schon vor Jahrzehnten hat sich die Marke schwer getan, sich gegen den Cola-Hersteller aus den USA zu behaupten. Signal für frische Laune, Sinalco Cola. Schmeckt international. Zwischendurch war Sinalco von der Bildfläche verschwunden. Dann übernahm die Marke ein regionaler Mineralwasserhersteller. Ein Push durch die WM hätte dem mittelständischen Unternehmen gut getan. Aber keine Chance für Sinalco. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Ausschreibung gegeben hat, möglicherweise eine interne zwischen der FIFA und Coca-Cola, dass dort drei verschiedene Sekretärinnen gefragt wurden, von wegen, wer denn das höchste Angebot abgibt. Wir aber wurden nicht gefragt. Schlechte Karten für Sinalco. Denn die FIFA hat es eben nicht nötig, eine öffentliche Ausschreibung zu machen. Schließlich handelt es sich bei der FIFA-WM 2006 um ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und so sind auch die Sponsorenverträge zwischen der FIFA und Coca-Cola streng geheim. Von sportlich fairem Wettbewerb keine Spur. Wenn es um FIFA-Sponsoring geht, ist der US-Konzern immer ganz vorn. Man braucht eben die richtigen Kontakte. Genau wie Sepp Blatter und seine FIFA. Mit wichtigen Politikern hält man stets beste Verbindungen. Kritische Journalisten? Unerwünscht. Monatelang haben wir vergeblich versucht, ein Interview mit FIFA-Präsident Sepp Blatter zu bekommen. Jetzt nutzen wir eine Uni-Veranstaltung in der Provinz, um den Boss der WM persönlich zu treffen. Wir versuchen, ihn mit Fragen zum Sponsoring zu konfrontieren. Ich wüsste ganz gerne, wieso ist Coca-Cola eigentlich WM-Sponsor geworden und nicht Sinalco? Eine deutsche Marke. Also, gut, das ist auch eine gute Frage, aber Coca-Cola ist ein Partner der FIFA seit der WM 1974 und seit 1975 ist Coca-Cola nicht nur ein WM-Partner, sondern ein FIFA-Partner für alle Wettbewerbe. Und mit der Exklusivität, die ich vorhin kurz gestreift habe, bleibt natürlich für Sinalco nur noch ein kleiner Platz und das ist wahrscheinlich zu Hause. Aber im großen Geschäft mussten wir, und das verstehen Sie sicher, die Exklusivität gewährleisten. Schäuble und Blatter verstehen sich. Aber nur einer darf kassieren.
Zig Millionen Euro haben die Sponsoren an Blatter bezahlt. Der deutsche Fiskus geht leer aus. Und die FIFA muss in Deutschland keinen Cent Steuer bezahlen. Wir halten uns an die Garantien, die wir abgegeben haben, ehe wir in einem harten Wettbewerb, am Ende knapp, das war ein knappes Ergebnis, aber die knappen Siege sind oft die schönsten, Herr Blatter. Ich sage immer, lieber ein knapper Sieg als eine klare Niederlage. Und wir haben also knapp den Zuschlag bekommen und nun freuen wir uns darüber und beklagen uns nicht, dass wir das zu den Bedingungen bekommen haben, zu denen man den Zuschlag nur bekommen konnte. Freuen sollen wir uns über die Fußball-WM. Kritische Fragen werden von Sepp Blatter gar nicht erst beantwortet. Und wer es trotzdem weiter versucht, der wird ignoriert. Die Pressekonferenz wird rigoros beendet. Wir von Betrifft hätten noch viele Fragen gehabt, aber Blatter will sich nur noch zu reinen Fußballthemen äußern. Wer mehr über die FIFA und ihre Geschäfte erfahren will, muss andere Quellen suchen. Zum Beispiel in München. Thomas Kistner ist Journalist und Buchautor. Er ist einer der wenigen Sportexperten, die es wagen, die FIFA öffentlich zu kritisieren. Die FIFA profitiert zum einen davon, dass sie nur einmal im Leben praktisch in einem Land ist. Sie kann danach verbrannte Erde hinterlassen, so wie es wahrscheinlich die FIFA auch hier in Deutschland machen wird. Aber das kümmert sie nicht, weil die WM wird hier in den nächsten 50 Jahren nicht mehr stattfinden. Also kann die FIFA eigentlich alles fordern. Und im Stadium der Bewerbung sind die Regierungen dann natürlich geneigt, auch alles zu unterschreiben. Kostet, wer es bezahlt. Hauptsache, wir kriegen die Weltmeisterschaft. Das WM-Fanfest in Hamburg. Spezialitäten aus aller Welt gibt es hier zu essen. Zu trinken gibt es nur das eine. Coca-Cola-Produkte wie auch das Tafelwasser Bon Aqua. Mineralwasser gibt es nicht. Dabei ist das eigentliche Lieblingsgetränk der Deutschen. 219 Liter Mineralwasser trinkt der Verbraucher im Schnitt pro Jahr. Für die Hersteller gibt es strenge Auflagen. Reinheit und Mineralgehalt werden ständig kontrolliert. Ich finde es auch schade, dass ein Land, das sich natürlich seinen Gästen und insbesondere auch den Sportlern präsentieren möchte, hier auf seine regionalen Produkte verzichten muss. Mineralwasser ist ein nationales Produkt. Deutschland ist ein großes Mineralwasserland. Insofern bedauere ich natürlich diese Entscheidung sehr, dass gerade auch hier im sportlichen Bereich natürliches Mineralwasser in den Stadien, und das gilt ja nicht nur für die Stadien, sondern auch noch drumherum, nicht angeboten werden darf. Das ist schade, aber das ist Kommerz. Alles im Sinne der FIFA und dem großen Sponsor. Denn das offizielle FIFA-WM-Wasser 2006 ist Bon Aqua aus dem Hause Coca-Cola. Kein Mineralwasser, sondern aufbereitetes Leitungswasser zu einem stolzen Preis. Mithilfe der Fußball-Weltmeisterschaft will Coca-Cola sein Kunstprodukt aus dem Wasserhahn pushen. Bei Werbeveranstaltungen wie dem Ticket-Kick in Berlin kriegen die Sportler Bon Aqua umsonst. Wie gut, dass kaum einer weiß, was wirklich in der hellblauen Plastikflasche steckt. Auch nicht, dass der große Bruder Coca-Cola heißt. Trinken Sie Leitungswasser zu Hause? Zum Zähneputzen ja und duschen, aber nicht zum Trinken. Wissen Sie, dass das eigentlich Leitungswasser ist? Nee, wusste ich nicht, aber... Was dachten Sie? Das ist, ich habe gedacht, das ist hochgesundes Mineralwasser mit wahnsinnig vielen Spurenelementen und ja, eben sehr gesund für den Körper. Wir wollen genauer wissen, was in der Flasche steckt und fahren nach Berlin, zur Deutschlandzentrale von Coca-Cola. Bon Aqua ist, wie der Name schon sagt, ein gutes Wasser, aber es ist ein Tafelwasser. Das heißt, es ist ein aufbereitetes Wasser, was wir aus der Leitung beziehen, das sozusagen als Grundlage unser Trinkwasser ist, was ja eh schon eine sehr hohe Qualität hat. Das wird aber nochmal gereinigt, nochmal filtriert und dann mit einem eigenen Satz an Mineralien versehen. Das ist ein besonders geeignetes Wasser beispielsweise für Risikopatienten. Krankenhäuser nehmen das sehr gerne. Also ich kenne kein für ein Krankenhaus speziell aufbereitetes Tafelwasser. Sie können aus der Leitung Wasser nehmen. Das wird Ihnen auch von den städtischen Wasserwerken oder dem Wasserversorger vorgegeben. Sie haben aber die große Chance, zwischen 500 Mineralwässern zu wählen. Im Gegensatz halt zu den Tafelwässern,
von denen es zumindest in Deutschland recht wenige gibt. Hauptsache, das Image stimmt. Coca-Cola kauft Johannes B. Kerner ein. Der Spot läuft im Privatfernsehen. Kerner zeigt, was er kann. Wer mag da schon Nein sagen zu seinem Lieblingswasser aus der Leitung? Wir wollten von dem Star-Moderator wissen, warum er zusätzlich zu seinem Gehalt aus Fernsehgebühren auch noch Geld von Coca-Cola braucht. Leider hatte er für uns keine Zeit. Der Journalist verwischt ja die eigenen Konturen damit. Er tritt auf und tritt ins Bewusstsein der Zuschauer als derjenige, der hier für journalistische Korrektheit, für journalistische Qualität birgt. Denn er wird in der Wahrnehmung der Leute zu einem glaubwürdigen Protagonisten dieses Produktes. Und das ist Schummelei. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das Wasser aus der Leitung hat Coca-Cola immer wieder Skandale beschert. Zuletzt in Kalifornien. Denn hier wurden in dem Getränk so hohe Bleiwerte gefunden, dass jetzt sogar der Staat Kalifornien Coca-Cola auf Schadenersatz verklagt. Die belastete Brause war in Mexiko hergestellt worden. Ein noch größeres Fiasko bereitete dem Konzern das Tafelwasser Dasani. Dasani. In Großbritannien sollte es den Markt erobern. Doch dann wurden in der Dasani-Flasche erhöhte Bromwerte gefunden. Grund? Das alte Wasserleitungssystem in England. Dasani und sein Werbespot verschwanden in der Versenkung. Nicht nur in England, auch in Deutschland. Un producto de The Coca-Cola Company. Auch in Ländern wie Indien will Coca-Cola den Wassermarkt erobern. Doch inzwischen hat sich hier schon eine starke Protestbewegung etabliert. In über 70 Werken füllt Coca-Cola hier seine Softdrinks ab. Die Demonstranten prangern den immensen Wasserverbrauch des Konzerns an. Stoppt die Wasserdiebe, rufen sie. Die Polizei reagiert mit Gewalt. Für den Durchschnittsinder ist eine Coke ohnehin kaum erschwinglich. Doch sie birgt auch noch andere Risiken. Wir würden uns gerne selber vor Ort ein Bild machen. Doch wir können die Coca-Cola-Fabriken nur von außen drehen. Lediglich firmeneigenes Filmmaterial bekommen wir von Coca-Cola. Das Labor in einem Coca-Cola-Werk. Zeitweise wurden hier regelrechte Pestizidcocktails in den Softdrinks nachgewiesen. Lindan, DDT und andere gefährliche Pestizide gelangen über das Grundwasser in die Flasche. Die indische Regierung verpflichtet Coca-Cola, ständig zu testen. Aber die giftigen Rückstände lassen sich nicht herausfiltern. Um eine 0,3 Liter Flasche Coca-Cola herzustellen, braucht man einen Liter Wasser. Und Wasser ist in Indien per Gesetz fast gratis. Auch wenn es rar ist. Die Gewinnchancen sind also riesig, besonders im Exportgeschäft. Für Indien ist das eine Katastrophe. Die Weltbank rechnet vor. Die Inder dürfen pro Kopf täglich nicht mehr als 40 Liter Wasser verbrauchen. Nur dann hat das Land eine Zukunft. Darauf kann Coca-Cola offensichtlich keine Rücksicht nehmen. Der Konzern hat sogar mitten in der Wüste Thar eine Abfüllanlage gebaut. Das Werk in Kaladera, im Bundesstaat Rajasthan. Der Grundwasserspiegel sinkt und die Brunnen trocknen aus. Das stellt auch die Regierung in einer Untersuchung fest. Es gibt aber auch Studien, die das Gegenteil behaupten. Doch die Leute in Kaladera mögen keine Coca-Cola mehr. Mehr als 500.000 Menschen fürchten um ihr Trinkwasser. Werfen Sie doch einen Blick hier herein. Sehen Sie, der Brunnen ist völlig ausgetrocknet. Wie viele Leute lebten vorher von dem Wasser? 5.000 Menschen haben früher von diesem Brunnen gelebt. Jetzt, nach 6 Jahren, ist der Grundwasserspiegel um 36 Meter gesunken.
Sauberes Wasser ist sehr rar geworden. Diesen bedrohlichen Wassermangel gibt es nicht nur hier in unserem Ort Caladera, sondern auch in einem Umkreis von 10 Kilometern. Mehr als 50 Dörfer haben kaum noch Brunnenwasser. Die Leute machen Coca-Cola dafür verantwortlich. Landwirtschaft sei in dieser Region kaum mehr möglich. Es gäbe nicht mal genug zu trinken für das Vieh. Aber Coca-Cola will die Leute mit einem Wasserprojekt beruhigen. Wir treffen Sunil Chaman, den Projektleiter. Der Rückgang des Grundwasserspiegels liegt an den 500 Dorfbrunnen. Wie kann man die 4 Brunnen von Coca-Cola dafür verantwortlich machen? Die Regierung weiß doch, wie viel Wasser wir im Jahr verbrauchen. Wir sind doch eine respektable Firma und verschweigen nichts. Wir haben die Gates für die Villages. Kommen Sie, wir haben 4 Borewells. Das ist ein. Unsere Tore sind weit geöffnet für die Leute. Sie können sich doch selbst vergewissern, dass unsere Brunnen eine Wasseruhr haben. In ganz Caladera finden wir niemanden, der jemals in die Fabrik durfte. Alles, was wir sehen, sind trockene Brunnen und Bauern, die sich über Coca-Cola beschweren. Wir haben hier Elektropumpen mit einer Kraft von 10 PS. Und leider haben wir auch nur 4 bis 6 Stunden am Tag Strom. Coca-Cola hingegen hat 22 Brunnen. Das wissen wir von den Arbeitern. Sie pumpen mit mindestens 20 PS. Die können eben Millionen Liter Wasser hochpumpen. Da haben wir keine Chance. Um uns selber ein Bild zu machen, wer nun recht hat, wollen wir in der Coca-Cola-Fabrik filmen. Schon vor Wochen hatten wir angefragt. Hallo, wir möchten hier gerne drehen. Wir sind angemeldet. Sorry? Excuse me? Entschuldigen Sie, ich hatte doch eine Drehgenehmigung und jetzt wird sie mir wieder entzogen. Sie dürfen hier nicht rein. So bleibt uns nur Sunil und sein Wasserprojekt. There are 19 such shafts in this. Es gibt 90 Schächte in dieser Gegend. And now the water. Earlier the water was crossing this road. Früher ist das Wasser entlang dieser Straße geflossen. Now the water. Inzwischen fließt das Wasser in diese Schächte hinein. Interestingly. Interessanterweise ist dort drüben jetzt sogar eine Wasserleitung. That pipe you see there? Können Sie das sehen? Can you? Und sehen Sie die gelbe Hütte dort hinten? Yellow, small yellow hut. Yes. Das ist die Wasserpumpe von der PHED, die Regierungsstelle, die für die Wasserversorgung der Dörfler zuständig ist. Morgens und abends pumpen sie hier Wasser raus und versorgen die Leute damit. Auch das kann uns niemand im Dorf bestätigen. Coca-Cola stiehlt hier Wasser. So viel können sie uns gar nicht zurückgeben. Für mich gibt es nur eins. Die Fabrik muss geschlossen werden. Der Bauer steht nicht allein mit seiner Forderung. Überall protestieren die Menschen gegen den hemmungslosen Wasserverbrauch von Coca-Cola. In Kerala hat schon eine erste Coca-Cola-Anlage zugemacht. Wegen des Drucks von der Straße. Eine kleine Niederlage für den Konzern aus Atlanta. Mindestens 15 große Abfüllanlagen bestehen aber nach wie vor und nehmen der Bevölkerung täglich Millionen Liter Trinkwasser weg. Die internationale Solidarität. Auch in Deutschland wächst der Protest gegen den amerikanischen Konzern. Warnstreik im hessischen Liederbach Ende April. Der Konzern hat angekündigt, Produktion und Vertrieb zu verschlanken. Die Angestellten fürchten um ihre Arbeitsplätze. In mehr als 60 deutschen Standorten gehen Coca-Cola-Mitarbeiter auf die Straße. Sie nutzen die bevorstehende WM als Druckmittel. Der Sponsor mit dem sportlichen Image will jetzt keine schlechte Presse. Betriebsräte und Gewerkschaft wollen betriebsbedingte Kündigungen verhindern und mitreden, wenn Standorte geschlossen werden. Unsere Forderung steht, wir wollen einen Sozialtarifvertrag haben.
wo wir Standort- und Beschäftigungssicherung haben wollen und keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir wollen Gewissheit haben, was die Zukunft bringt. Und das vor der WM, nicht nach der WM. Der Standort Liederbach. Seit Monaten gibt es Kurzarbeit. Die Nachricht aus Atlanta schlug ein wie eine Bombe. Coca-Cola will in Zukunft nur noch einen zentralen Abfüller in Deutschland und nicht mehr neun wie bisher. Noch gefährlicher für die Standorte in Deutschland. Die Handelsketten ordern wieder mehr Einwegflaschen. Hier in Liederbach wird hauptsächlich Mehrweg produziert. Für Einweg bräuchte der Betrieb nicht einmal mehr die Hälfte des Personals. Johann Botella, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, kommt direkt aus Atlanta zu seinen Kollegen aus Liederbach. Er hat Neuigkeiten mitgebracht. Die US-Führungsspitze redet immerhin inzwischen mit den Arbeitnehmervertretern aus Deutschland. Auch für Botella liegt die größte Gefahr beim derzeitigen Trend zum Einweg. Denn dann kann die Produktion auch leichter in Billiglohnländer verschoben werden. Der Betriebsrat will hier einen Riegel vorschieben. Deswegen haben wir aber auch die Forderung aufgestellt im Sozialtarifvertrag, dass wir keine Zukäufe aus dem Ausland zulassen wollen. Das heißt, wir wollen die Beschäftigung in den einzelnen Ländern garantiert wissen. Ja, also wir wollen auch den Franzosen oder den polnischen Kollegen nichts wegnehmen, aber die sollen von uns auch nichts wegnehmen. Betriebsversammlung in Liederbach, Mai 2006. Der Betriebsrat will die Angestellten kämpferisch stimmen. So gute Chancen wie in diesem Jahr werden die Coca-Cola-Mitarbeiter so bald nicht mehr haben, wenn es um Arbeitsplätze geht. Die Fußball-WM steht vor der Tür. Und doch, viele haben Angst. Wir sind stolz drauf, für Coca-Cola zu arbeiten und sind auch stolz, damit Sponsor der Weltmeisterschaft zu sein. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, das ist schon, man ist schon, ich sag mal, ja, mit ein bisschen Stolz dabei, aber eben auch, das nimmt uns nicht die Angst. Ne? Ja, die Angst ist immer da. Wenn es um den Sozialplan geht, dann bin ich wahrscheinlich auch dabei, ne? Weil ich ja nur ein Kind habe. Verschnaufpause in Liederbach. Ein neuer Tarifvertrag steht. Betriebsbedingte Kündigungen soll es erst einmal nicht geben. Doch der Vertrag hat Lücken. Und der Trend zum Einweg ist nach wie vor bedrohlich. Zur WM 2006 holt Coca-Cola sogar die Dose wieder aus der Versenkung. Der Konzern freut sich über die rege Nachfrage. Die Gegenargumente für die eigentlich unpraktische und energiefressende Verpackung sind längst vergessen. In Dorsten wird sie produziert. Fast vollautomatisch. Mehr als 11 Millionen Stück nur für die Fußball-WM. Aber nicht nur die Dose bedroht Coca-Colas Arbeitnehmer, sondern auch die Einwegflasche. Der Transport kann von jeder Spedition durchgeführt werden. Einweg kann grenzüberschreitend gehandelt werden. Eigentlich sollte die WM doch besonders umweltfreundlich sein. Die FIFA hatte das schon vor Monaten angekündigt. Aber Coca-Cola und McDonald's wollen pünktlich zur WM 8 Millionen neue Trinkbälle auf den Markt bringen. Die Bälle, angebliche Sammelobjekte, ausgegeben als Mehrwegflaschen. Wir machen in München, Hamburg und Berlin den Test. Nirgendwo können wir die Flaschen zurückgeben. Das Personal rät uns, die Behälter einfach in den Müll zu werfen. Pfand gäbe es ohnehin keines zurück. Verschiedene Verbände drohen jetzt sogar mit rechtlichen Schritten. Also wir rechnen damit, dass vielleicht 0,5% oder weniger Flaschen wirklich gesammelt werden. Und die könnten theoretisch, unterstellt, dass sie nicht kaputt gehen, einmal wiederbefüllt werden. Das ist kein Mehrwegsystem, das ist ein reines Einwegsystem, das sich einfach des Betrugsetiketts Mehrweg bedient und den Verbraucher hinters Licht führt. Hergestellt werden die kleinen Trinkbälle in Genshagen, in einem der verbliebenen Abfüllbetriebe in Ostdeutschland. Mitarbeiter bestätigen uns hier, dass die Bälle nicht mehrwegfähig seien. Nicht einmal Maschinen zur Reinigung der Flaschen gäbe es hier. Nur auf massiven Druck stoppten Coca-Cola und McDonald's die Trinkballaktion. Nun sollen die Bälle in Osteuropa verkauft werden.
Die ehemalige Coca-Cola-Fabrik in Stralsund steht zum Verkauf. Wir treffen Reinhard Leitow, Eberhard Ludwig und Uwe Rezepper vor einer Aufbau-Ost-Ruine von Coca-Cola. 5 Jahre sind seit der Schließung vergangen. Wir gehen noch einmal zurück in die Zeit, als hier noch gearbeitet wurde. Bitter ist die Erinnerung. Wir hätten hier durchaus noch viele Jahre arbeiten können, wenn es, sag mal, die Führung oder die Konzernleitung verstanden hätte, aus diesem Standort noch das Maximale rauszuholen oder hier noch, einfach Lösungen zu finden, um hier diesen Standort weiter zu betreiben. Und ich denke mal, das wäre auch durchaus möglich gewesen, aber es war wohl nicht gewollt. Dem Coca-Cola-Konzern ging es doch nur um die Fördergelder, glauben Eberhard Ludwig und seine ehemaligen Kollegen. Für Stralsund blieben nur die Scherben und der Müll. 120 hoffnungsvolle Menschen haben einst in dieser Halle für den Aufbau Ost gearbeitet. 7 Millionen Mark Zuschuss gab es vom Steuerzahler. Mindestens 10 Jahre musste Coca-Cola dafür hier produzieren. Kaum war die Bindefrist abgelaufen, wurde eingestellt. Dabei war die Halle extra neu gebaut worden. Und die Angestellten taten alles, um ihren Arbeitsplatz zu halten. Die Wände weiß gemacht, alles gemalt, alles selbst gemacht, Werterhaltung. Zumal der Raum hier hinter der wurde dann ohne Ende geschrubbt. Ohne Ende. Niemand konnte sich bis jetzt vorstellen, dass der Betrieb wirklich schließt. Heute nutzt Coca-Cola den Parkplatz noch als Zwischenlager für die schwarze Brause. Gerade 3 Leute fahren jetzt noch Coca-Cola durch Mecklenburg-Vorpommern. Auch sie wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Die Stimmung ist schlecht. Was gibt's Neues bei euch? Gar noch nicht viel. Abbauen. Aber jetzt ist ja nicht ganz so stressig, ne? Die letzten 3 Mohikaner haben wir über. Ja. War schon so. Das ist mal nicht da kannst du ja hier in die Branche gehen. Das ist nun mal so. Nehmen doch die Banken, die das meiste Geld verdienen. Jahrelang habe ich auch gedacht, ich habe die oben verdienen Millionen und die anderen, die gehen nach Hause. Wir sind auf einmal auch wieder. So ist das doch überall zur Zeit. Das ist die Globalisierung, die haben wir so nicht gewollt. Betrogen fühle ich mich eigentlich um die soziale Sicherheit eher. Und man muss ja auch so sehen, in den Jahren, wo ich hier gearbeitet habe, viel dazugelernt hat man eigentlich nicht. Es war immer im Großen und Ganzen die gleiche Arbeit. Also ich habe weder Fortbildung noch Qualifizierung hier gemacht. Und dann ist nachher irgendwann die Zeit weg. Die Firma wird zugemacht. Man ist in einem Alter nachher zwischen 40 und 50, wo es nicht mehr so einfach ist, überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder irgendwo reinzukommen. Und dann wird nach Qualifikationen gefragt, die man natürlich in der Zeit hier sich nicht erwerben konnte. Und das ist das Schwierige dabei dann. Coca-Cola hat hier den Glauben an den Aufbau Ost gründlich zerstört. Wer konnte, ist weggegangen. Für Reinhard Leitow bleibt nur der Weg zum Arbeitsamt. In den letzten Jahren gab es kaum Angebote für die Hartz-IV-Empfänger aus Stralsund. Denn Mecklenburg-Vorpommern hat 20% Arbeitslose, die höchste Quote in ganz Deutschland. Ja, ist mir schon klar. Also, komm ich eben morgen oder übermorgen? Ich kann Ihnen schon mal ein Foto geben. Ich kann Sie schon mal ausführen und dann. Ach so. Gut. Dankeschön. Wiedersehen. Reinhard Leitow muss weitersuchen. Für uns zählt der Mensch und nicht nur das Geld. Er ist einer von vielen. Und viele werden immer noch folgen, befürchten die Betriebsräte. Von der letzten Demonstration in Stralsund ist noch das selbstgedrehte Video geblieben und die eigenen Erinnerungen. Die ehemaligen Kollegen halten immer noch Kontakt zueinander und versuchen, nicht zu verzweifeln. Auch Heiko Müller, einer der wenigen, der als Betriebsrat weiter bei Coca-Cola beschäftigt wird, ist über die Geschäftspolitik seines Arbeitgebers immer noch empört. Eine riesengroße Abzocke, wofür der Steuerzahler herhalten muss. Der wird jedes Mal, sag mal, abgezockt, auf Deutsch gesagt, das ist ja dieses Wort. Die Firmen bereichern sich, die schaffen Arbeitsplätze für diesen Zeitraum und dann verschwinden sie wieder und haben eigentlich einen großen Reibach gemacht. Also diese Arbeitsplätze, die sie immer so großartig in der Presse ankündigen, die sind ja eigentlich von den Steuerzahlern bezahlt. Und das ist ja hier bei Coca-Cola in jedem Bundesland passiert. Also das ist eine Größenordnung, wo man denken kann, muss das denn sein.
Die mit Steuermitteln finanzierten Maschinen aus Stralsund gingen offenbar nach Osteuropa. Genau dorthin, wo jetzt die härteste Konkurrenz für deutsche Werke steht. Ihr Standortvorteil: niedrige Löhne und keine Gewerkschaften. In heißen Sommermonaten wird schon lange Cola aus Tschechien importiert. Einwegware, sagen Mitarbeiter von Coca-Cola. Betrifft, fragt bei der Konzernzentrale nach. Es sind, wenn so etwas stattfindet, für ein System wie Coca-Cola, ich sage mal in Anführungsstrichen Notsituationen, das ist auf jeden Fall die absolute Ausnahme und in keinem Fall die Regel, wenn wir, was natürlich möglich ist, im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe damit leben müssen, dass uns ein anderer aushilft. Billiger als in Indien kann man kaum produzieren. Aber auch hier wehren sich die Arbeiter inzwischen. Doch nicht einmal die indischen Arbeitnehmerrechte können sie in Anspruch nehmen. Coca-Cola Indien hat nur ein paar tausend festangestellte Arbeiter. Nur sie bekommen den gesetzlichen Mindestlohn von 1,20 Euro für eine 8-Stunden-Schicht. Eine große Mehrheit der Coca-Cola-Crew aber sind Tagelöhner und Leiharbeiter, die noch viel weniger Geld verdienen. Absolut schutzlos sind diese Arbeiter der Willkür ihrer Chefs ausgeliefert. Weil wir selber nicht in den Betrieb dürfen, wollen wir anderweitig mit den Betroffenen in Kontakt kommen. Wir wollen sie vor der Fabrik abpassen. In sicherer Entfernung zur Firma wollen wir erfahren, was wirklich läuft bei Coca-Cola in Indien. Warum erlaubt Coca-Cola uns nicht, in der Fabrik zu filmen? Was meinen Sie? Nun, für mich ist das ganz klar. Coca-Cola will verhindern, dass sie unsere Arbeitsbedingungen kennenlernen. Sie sollen nicht sehen, dass wir 12 Stunden arbeiten anstatt 8. Trotzdem kriegen wir die Überstunden nicht bezahlt. Es gibt auch keine Sicherheitsstandards für die Arbeiter. Das soll niemand von außen sehen. Wir wollen wissen, warum die Leute sich auf diese Arbeitsbedingungen einlassen müssen. Ich bin Bauer. Wir sind 3 Brüder und haben 16 Hektar Land. Aber wir haben nicht mehr genügend Wasser für unsere Felder. Auch Trinkwasser ist knapp. Deshalb muss ich jetzt bei Coca-Cola arbeiten. Von sozialer Absicherung können diese Leute nur träumen. Was, sozialversichert? Vergessen Sie es. Wir Leiharbeiter kriegen lächerliche 50 Cent für die ganze Nacht. Den Rest behält der Arbeitsvermittler. Vor der Coca-Cola-Fabrik in Caladeira treffen wir diesen Mann. Nur mühsam kann er sich fortbewegen. Trotzdem kommt er fast jeden Tag hierher und versucht, mit den Coca-Cola-Managern zu sprechen. Aber nie wird er eingelassen. Er ist den Leuten lästig, denn er fordert Schadenersatz für sein kaputtes Bein. Aber niemand will mit ihm reden oder sich sein Anliegen anhören. Er wird einfach ignoriert. Auch wir sollen seine Geschichte nicht erfahren. Filmaufnahmen sind mal wieder unerwünscht. Wir werden vertrieben und können den Mann nur ein paar Kilometer entfernt interviewen. Dort erzählt er uns dann seine Geschichte. Ich habe bei der Abfüllung am Band von Coca-Cola gearbeitet. Plötzlich löste sich eine Flasche und klemmte an der Bandbegrenzung. Ich versuchte, sie dort rauszuziehen, und in dem Moment sprang die Maschine wieder an und ich wurde aufs Fließband gezogen. Ein ganzes Stück zog mich die Maschine mit und mein Bein wurde zerquetscht, besonders mein Knöchel. Seitdem darf ich die Fabrik nicht mehr betreten. Vor einer Coca-Cola-Fabrik treffen wir diese jungen Männer.
Sie erzählen uns, dass sie täglich von Coca-Cola als Tagelöhner verpflichtet werden. Niemand von ihnen ist gewerkschaftlich organisiert. Alle Versuche, das zu ändern und auch die Tagelöhner und Leiharbeiter zu schützen, werden im Keim erstickt. Die Abfüllanlagen sind inzwischen eingezäunt wie Hochsicherheitstrakte. Ehemalige Coca-Cola-Mitarbeiter klagen an. Coca-Cola schmierte die Beamten, sodass wir keine offizielle Gewerkschaft gründen konnten. Obwohl wir schutzlos waren, haben wir 7 Tage gestreikt. Schließlich muss sich auch Coca-Cola an die indischen Gesetze halten. 7 Tage haben wir vor der Fabrik gesessen, dann kamen bewaffnete Schläger. Die haben uns verprügelt und so lange mit Gewehren bedroht, bis wir aufgeben mussten. Wir sind sicher, diese Leute waren von Coca-Cola bezahlt. Überprüfen können wir das nicht. Kein Manager will uns ein Interview geben. Schließt die Coca-Cola-Fabrik. Coca-Cola soll dahin zurückkehren, woher sie kommt. Statt begeisterter Softdrink-Fans hat sich der Getränkegigant hier viele Feinde geschaffen. Sie marschieren durch ganz Indien, um Coca-Cola zu verjagen. Hier glaubt keiner mehr an das Märchen vom fairen Sportsponsor. Wir brauchen diesen Fortschritt nicht. Wir fühlen uns beraubt. Diese Fabriken müssen sofort geschlossen werden. Coca-Cola soll endlich aus Indien verschwinden. Vertrieben werden aber nur die Coca-Cola-Gegner. Gerechtigkeit, ruft dieser Mann. Dafür wird er verhaftet. Solche Bilder sollen die Menschen im Westen nicht mit Coca-Cola verbinden. Hier steht der Konzern für ein gutes Lebensgefühl. Get the feeling. Dafür zahlt er Millionen. Doch wie viel genau an die FIFA geht, bleibt geheim. Ein gutes Geschäft für beide Seiten. Fortsetzung folgt. Die FIFA verspricht ihren Sponsoren all diese Werbeflächen. Die FIFA geht im Grunde genommen her und sagt, ihr habt hier euer eigenes WM-Land. Denn in den Kernbereichen, da wo die Kameras hinschauen, da wo das Ereignis stattfindet, da seid nur ihr und sonst niemand. Und die Sponsoren nehmen das zunächst mal dankend an. Das ist natürlich hochattraktiv. Sie haben es jetzt sogar für die Zukunft schon angenommen, insbesondere Coca-Cola, weil bei der Weltmeisterschaft 2010 und 2014 das Sponsorship nochmal verdoppelt worden ist. Also da sind es dann 100 Millionen pro Weltmeisterschaft. Und auch in Zukunft wird kein Schiedsrichter der Welt darüber wachen, ob Coca-Cola und die FIFA alle Regeln von Fairness und Sportlichkeit einhalten.